Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo Reach, die Master Chief Edition unter Linux mit Proton und DXVK. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen... Ach ja, genau, wir sind gerade dabei, so ein Flussbett lang zu laufen, in so einem komischen Geheimeingang zu so einer Basis. Nachdem wir in so einem komischen Dorf ein paar Allianz-Aliens gekillt haben. Ein bisschen Snipey und so, ein bisschen Stealthy, was wir nicht hingekriegt haben. Ich lasse das einfach hier. Kannst du das sehen? Ein Allianzbau. Eine Art großer Pylon. Stark befestigt. Da kommt die Blockierung her. Okay. Ist so gut wie weg. Negativ. Bringt eine Sprengladung zur Fernzündung an. Kommando plant etwas Großes. Es heißt, der Pylon stirbt im Morgenraum. Jagen wir ihn hoch? Wir räumen das Gebiet, dann bringe ich die Sprengladung an. Wenn du Deckung geben willst, nur zu. Okay, keine gute Idee, direkt von hier aus dem Sniper drauf zu gehen. Du gehst mir da nicht wieder dran. Da hat der Baum mir das Leben gerettet, kleiner Alien. So, ja, dann suchen wir mal Sprengladung an den Pylon anzubringen. Hab ich ihn erwischt? Ja, jetzt auf jeden Fall. Junge, schieb mich nicht durch die Gegend. Habe mein Ziel verloren. Oh fuck, da ist einer. Ganz schön dunkel hier plötzlich die Treppenstufen. So, schleichen wir uns mal hinten rum. Je nachdem, wie man trifft, braucht man 2 bis 3 Schüsse bei dem. Wahrscheinlich, wenn ich den Kopf treffen würde, auch nur ein. Headshots ziehen auf jeden Fall bei Halo, das finde ich schon mal ganz gut. Oder einfach in die Fresse boxen. Ja, Headshots auf jeden Fall. Ich stehe unter Beschuss. Gut, da haben wir oben auch noch irgendwie... Oh. Viel aushalten tun wir nicht, gut, ich habe auch normal gestellt. Achso, ich wollte gerade sagen, irgendwas piepst hier, das gefällt mir nicht, aber das war mein Schutzschild. Alles frei, Sex. Gib mir Deckung bei Bauer, deinem Schild. Halt die Augen auf. Gut, da ist praktisch unsere Dings, ist gerade leer gegangen. Unsere Waffe, aber hier liegen ja genug Maschinengewehre rum. Was wäre? So, das Verteidigen. Okay. Try my best. Das ist natürlich nur erst getriggert in dem Moment, wo ich da hinten bin. Allianz Landungsschiff auf dem Weg, nichts ausgefallen ist, in den Brustkorb. Wo ist es denn? Ach, da. Total blind. Na, fast hätte ich aufs Dach geschafft. Jäger, seht euch das riesige Ding an. Neue Position. Suchen wir gerade nach einem vernünftigen Sniper-Punkt zu suchen. Auf Ziel halten! Immer schön in die roten Weichteile bei den Ballern. Spätrop Bravo und Noble 2, Ladung angebracht. Packen dich irgendwo, wo sie nicht auffällt. In der Stromversorgung des Pylon. Okay, geht weiter in die Blockierzone. Kommando, wir wissen, was die Allianz versteckt. Im Südosten des Wasserkraftwerks ist ein Tor. Verstanden. Südosten. Lade euch die Sicherheitscodes hoch.
Gut, also Maschinengewehr ausrüsten. Auf geht's. Hallo, Tür? Achso, du machst es. Okay, hab sie. Öffne das Tor. Spätrupp Bravo, ihr betretet jetzt die Blockierzone. Verstanden. Phantom, zu nah für meinen Geschmack. Ja, überall sind sie nicht, aber hier sind sie vor uns. Schon passiert. Immer gut, die Sniper überzulassen. Shade, feuern und lecken sechs. Bleib von der Seite an. Plasma-Granaten habe ich ausgerüstet. So. Den habe ich auch hingekriegt. Geh mit deinen. Oh fuck. Ich hab mal den geschützt. Hier herrscht viel Flugverkehr, 6. Es wird wohl langsam wärmer. Einfach schön da reinlaufen lassen, die Viecher. Oder die voll schießen, bevor sie da kommen. Oh. Dein Stürmer mach vor und renn hier hoch. Einfach mal das Geschütz wegentrennen. Der ballert hier auf mich. Ey. Das ist mir sogar ein bisschen zu heiß. Ich habe mit der Granate auf jeden Fall echt oder was getroffen. Ich hätte gedacht, die Gegner, die wäre komplett verschwendet. Verstanden. Nicht anhalten. Er ist noch meiner. Was ist passiert? Er gehört mir. Gut erledigt. Auch Munition verschwendet, wenn ich das einfach verprügeln kann. Okay, der ist schon lieber. So, okay. Überlebt. Oder ich kopiere dabei. Oh. Jackpot. Bildübertragung. Siehst du das, Cat? Bestätigt. Empfange Live-Bilder von Noble 3 und Noble 6 von einem Allianz-Sturmtrupp. Das ist kein Sturmtrupp, das ist eine Invasionsarmee. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sofort handeln. Korrekt. Alle Spähtrupps zurückziehen. Die Sonne geht bald auf und es wird ein langer Tag. Also wenn das alles Allianz-Viecher sind, Alter, dann holler die Walfee. Da ist ordentlich was los. Speerspitze. Wer ist eigentlich die Allianz? Wo genau kommen die her? Ich meine, die tun hier so, als wenn sie... Ach du meine Fresse. Das ist, wenn die einfach lange Best Friends wären. Die Entdeckung des Noble-Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert.
Und jetzt werden wir auf dem Vieri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten. Das Noble-Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklar. Alles klar, Alter. Leute, guckt euch die ganzen Jeeps-Dings an. Holy shit. Die Landezone wurde vom UNSC als Ziel höchster Priorität eingestuft. Die Zündung wartet nur auf uns. Verstanden. Visiere den Pylonen an. Detonation in 3, 2... Yay, Benjis. Achtung! Haltet euch lieber fest! Ja, gut, dass es Sicherheitsgurte gibt. Junge, der Frau am Steuer, da passiert sowas. Schlimm, ey. Kein Spaß. Sechs, hörst du mich? Sechs, alles okay? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. Oder? War das eine Sprungfinte? Granatwerfer. Oh, du fick dir. Cat, 6, Statusbericht. Pylonen erledigt. Geht die Kugel hoch. Alles klar, mit dem Granatwerfer. Alles klar, dafür habe ich den Granatenwerfer. Oh, ist der Dicke. Oh, der ist hinüber, okay. Zwei feindliche Flaks südwestlich deiner Position ausgemacht. Verstanden, Commander. Oh. Neue Ziele, 6. Schade, nichts Neues. Schalte die Flaks aus. Boah, Alter, mit Raketenwerfer drauf. Jetzt geht's aber ab hier. Bring uns heil ans Ziel. Mit Mittel. Diesmal fahre ich. Hoffentlich crashen wir dann nicht. Ich will nämlich nicht viel besser fahren. So, nordöstlich, haben sie gesagt. Oder wo war das? Nordöstlich macht gar keinen Sinn, die Regnungsrichtung. 6. Die Flak sollte in Sichtweite sein. 2 Lima 4 an Noble 1. Die Kanonen schießen Hochdruckplasmagranaten auf uns. Ein Schlagwerfflieger für Grafton kommt daher auch nicht in Frage. Noble 6. Keiner unserer Flieger kommt ran, wenn du nichts gegen die Kanonen tust. Ja, ja, bin dabei. Fahr von hinten ran und dann geht das schon irgendwie. Was war da rein? Das kann ich den ganzen Tag machen. Finde ich gut. Machen wir doch mal den ganzen Tag. Ja gut, ich steige auf mehr von dem Bench über den Haufen gefahren. Warum auch nicht? Wieso auch immer von dem Ghost war's? Was zum Fick?
irgendwie das nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Taste. Nee, ich hab gerade eine Granate geworfen. Ah, fuck, ich bin halt echt zu doof dazu, ne? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Macht das schon? Ich glaube, das Benji hier schnell. Ja, den Ghost. Okay. Also er ist fast tot, aber das war es wert. Wieso habt ihr euch den Dings klauen lassen? Wie? Ist er denn dumm? Ganz das, wo ich hin muss, oder? Ich bin überlegen und gerade am Rätsel. Da sind wir hier, wir haben frei. Neue Info 6. Normale Waffen haben keinen Effekt auf die Flaks. Sie sollten die inneren Brennstoffzellen neutralisieren, Lieutenant. Und das mache ich wie? Cat, sag doch mal was. Was muss ich tun? Ich kann nicht hier den Ghost reinsetzen und das Ding mit ihm mich dann beballern. Ah, geht doch. Los, sie machen sich aus dem Staub. Zentrale 2 Lima 4. Erlaubnis Bombardement zu starten. Kurs auf 224,6. Over. Komm. Mädchen. Alter, fett. Sehr gut, 6. UNSC-Luftunterstützung. Der Luftraum ist frei. Verstanden, 2 Lima 4. Erlaubnis für 224,6 erteilt. Aus. Nein! Nicht herunterfallen. So knapp. Feindgebiet vorrücken. Mache ich jetzt wo lang? Wie schön, Ghost. War ich doch schon mal. Alter, ich hab grad ein bisschen Sorgen, dass das Mädel uns in die Luft jagt. Ja, was hält das Ding denn aus? Nutzt um in den Kurven zu rutschen. Ah.
Okay. Gut. Da muss ich hin. Ups. Wie soll ich denn da rüberkommen? Vor allem mit diesem ramponierten Auto. Weil hier random plötzlich eine Brücke ist. Ich wäre eben noch nicht da. Okay, ja gut, wenn das halt so ist, dann ist das halt so. Komm. Bring mich hin. Brauch ein neues Auto, das andere für mich in die Arme, wenn es so weitergeht. Noble 6, in deiner Nähe ist eine Bergbauanlage, die die Allianz als Kommandostation nutzt. Die Soldaten dort haben bereits angegriffen. Okay, definitiv die smarteste Idee, die ich hatte, im Auto da reinzufahren. Hauptsache, Cat ist die einzige von uns beiden, die halt einfach noch lebt. Läuft. Schön die Feinde ausmerzen. Vollste Problem, ja. Kannst sagen, Cat, kommst du mit? Oder lässt es bleiben? Trottel. Neue Information. Gut. Schön. Verbündete nahe der Allianzstation haben ein hochrangiges Ziel gesichtet. Einen Zeloten. Augen aufs Ziel, Nobel. Erledige den Zeloten, falls es sich ergibt, aber geh weiter zu den Kuppeln. Okay, aber wie das mit dem Zeloten weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, denn wir haben die 20 Minuten schon wieder voll. Demnach bis hierhin danke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.